Bass like a motherfucking atom bomb. Yo, was geht ab, Leute? Gide mit dem Flow, euer Frips ist hier. Und zwar heute mit einem übermächtigen Glitch, Leute. Und zwar ist es so, dass ich leider etwas später dran bin, Leute. Ich hatte gestern keine Zeit, dieses Video hier für euch zu machen. Und zwar zeige ich euch, wie ihr in diesem Video Giftcast to Friends Glitch machen könnt. Und zwar mit zwei Personen. Da braucht ihr nicht mehr vier Leute und es ist viel einfacher. Außerdem ist es so, Leute, dass der alte Job, der bosshafte Glitch-Job, gelöscht wurde von Rockstar. Danke nochmal an dieser Stelle an Rockstar. Es ist so, ich habe euch mal zwei Jobs verlinkt unten in die Videobeschreibung. Probiert mal beide aus, bitte, Leute. Aber es ist so, der Job, den ich im letzten Video markiert habe, der sollte eigentlich noch funktionieren. Falls er nicht funktioniert, Leute, sucht einfach den Jobnamen, dann solltet ihr den Job eigentlich auch finden. Und ansonsten fragt einfach jemanden, ob er es euch ausleihen kann oder ob er mal das kurz hosten kann, damit ihr euch das Ganze abspeichern könnt. So, Leute, aber ich würde da mal sagen, wir starten mal mit dem Video. So, Leute, kommen wir zum Glitch. Und zwar geht ihr als allererstes hin, startet den Job, den ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Ich möchte jetzt zum Beispiel ein Zentorno von meinem Kollegen, also muss ich die Klasse auf Supersportwagen stellen und muss meinen Kollegen dann einladen. Also Leute, der Kollege muss dann einfach im Rennen nur noch seinen Zentorno auswählen und muss damit einfach im Rennen sein. Im Rennen angekommen, Leute, steigt ihr von eurem Fahrzeug aus und dann rennt ihr diese Rampe hier hoch. Dort oben angelangt, dauert es ein bisschen, dass dieser Club, dass das Clubhaus halt geladen ist. Dann geht ihr hin und drückt hier rechts und X-Taste gleichzeitig an der Dartscheibe, spielt es und quittet es. Danach geht ihr noch einmal ins Clubhaus rein und dann steigt ihr auf irgendeinen Roller oder irgendein Motorrad, was ihr nicht mehr braucht, fahrt damit einmal raus und dann respawnt ihr nochmal. Jetzt gehen wir hin und steigen in das Fahrzeug von unserem Kollegen ein. Jetzt fahren wir diese Rampe da hoch, Leute. Und wenn wir gerade sehen, dass das Clubhaus geladen hat, dann steigen wir aus und steigen so schnell wir können ein und spammen die D-Pad-Rechtstaste. Jetzt können wir sehen, dass wir jetzt in diese Werkstatt hier reinfahren, Leute. Jetzt müsst ihr hingehen, müsst das Fahrzeug reparieren und irgendeine Änderung vornehmen. Es ist egal welche, ihr könnt auch Nummernschild nehmen, das spielt eigentlich keine Rolle. Habt ihr das jetzt nämlich gemacht, Leute, haben wir jetzt nämlich den Roller ersetzt, mit dem wir zuvor einmal rausgefahren sind. Geht jetzt einfach hin und fahrt zum lauft zum blauen Kreis und checkt einfach ab, ob ihr das Fahrzeug habt. Wenn ihr es habt, switcht es einmal um und dann ist gut. Jetzt geht ihr hin, Leute, und quittet diesen Job. Am besten geht ihr dazu in den Editor. Vom Editor aus geht ihr dann in eine geschlossene Freundesitzung, damit ihr auch diesen Glitch weiterführen könnt. Und zwar ist es jetzt so. Um das Fahrzeug sichtbar zu machen, gehen wir hin, nehmen wir aus einer Garage irgendein anderes Motorrad und fahren damit dann zu unserem Clubhaus. Im Clubhaus ersetzen wir dann den Zentorno, den wir uns zuvor geglitscht haben, weil der ist ja noch unsichtbar. Oder Leute, ihr geht hin, ruft den Mechaniker an, fordert das Zentorno an, dann geht ihr damit hin und fahrt damit irgendwie in eure Firmengarage oder in eine irgendeine sonstige Garage. Das spielt eigentlich keine Rolle. Aber ich mach's lieber mit dieser Variante mit dem Motorrad rüber switchen, weil das ist irgendwie, finde ich, jetzt viel einfacher und... Ja, Leute. Und wenn ihr das Ganze jetzt gemacht habt, wie gesagt, dann habt ihr die Fahrzeuge eigentlich wieder sichtbar gemacht. Die sind auch komplett versichert. Damit könnt ihr auch in Rennen fahren. Falls ihr Probleme habt mit den Fahrzeugen, die zu tunen, dann geht's hin, sprengt die einmal in die Luft und dann sollte das Problem eigentlich behoben sein. Dieser Zentorno ist pornös, Leute, und den habe ich mir echt gern rausgeglitscht, weil das ist ein echt schönes Fahrzeug. Und ja, Leute, der Glitch ist eigentlich super easy. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Und wenn es euch gefallen hat, dann geht hin. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da, Leute. Und ich würde da mal sagen, haut rein. Get him with the flow. Oh, yeah, Frips. Ciao.